Hallo meine lieben Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion mit mir, dem Chartox. Und wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben in dem Heimatort von Angeal und Genesis in Benora. So, und wir wollen jetzt zu einer Fabrik. Denn dort ist ein Genesis Replica reingegangen und wir wollen natürlich schauen, was dort in der Fabrik vor sich geht. Enemies with one blow. Now, do it. One blow, all right? I could use a demo. Fine, let's do this. Yes, got it in one blow. That one was too weak. Now, again. Easy peasy. Ja, es heißt zwar Erinnerungen, aber ich weiß nicht, ich hatte irgendwie vorhin das Gefühl, dass Zack Sephiroth zum ersten Mal getroffen hat. Und jetzt scheint es so, als hätten die bereits irgendwie Training hinter sich. Naja, what do I know? Lazard schreibt eine E-Mail, was will er? Was willst du? Liebe Soldatenmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Sicher ist euch nicht entgangen, dass viele eurer Kameraden schon in den Rücken gekehrt haben. Einige Funktionäre innerhalb der Firma zweifeln aus diesem Grund bereits an der Einsatzfähigkeit von Soldat. Doch die gegenwärtige Situation bietet uns auch die Chance, unseren Wert als kleine Elitetruppe unter Beweis zu stellen. Ich hoffe, wir können den Krieg in Wutal mit dieser Mission ein Ende bereiten. Gebt euer Bestes und zeigt der Firma, wie unentbehrlich Soldat ist. Yeah, sure. War das überhaupt die aktuelle Mail? Nein, war es nicht. Unsere Neuausrichtung. Liebe Soldatenmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Nee, das ist doch eine Undertext. Die Nachricht eines unsäglich tragischen Vorfalls hat mich über das Thema Familienglück nachdenken lassen. Dieses hängt nicht zwingend davon ab, ob durch die Venen von Mutter und Kind dasselbe Blut fließt. Entscheidend ist, dass man sich gegenseitig respektiert und wertschätzt. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, setzt Verbitterung ein. Diese kann zu Tragödien führen und sich auf unsere Mission auswirken. Auch wenn Soldatenmissionen stets unverzüglich abzuschießen sind, müssen wir in Zukunft darauf achten, Risiken zu vermeiden. Right. Jetzt ein Apfel, Kanzel. Hab gehört, dass sie dich nach Benora entsendet haben. Wie läuft's da? Hoffe, es geht dir gut. Sollen sich ja eine Menge Shinra-Soldaten darum treiben. Benora lebt anscheinend hauptsächlich von Anbau und Weiterverarbeitung von Äpfeln. Außerdem pumpt Shinra eine Menge Kohle in den Ort. Frag mich warum. Will mich nicht wundern, wenn da Markenergie im Spiel wäre. Vielleicht aber auch was Geheimnisvolleres. Werd mich mal dahinter klemmen. Alles klar, Kanzel, dann versuch mal was rauszufinden. Warte mal. Wieso habe ich denn jetzt die Truhe da gerade nicht eingesammelt? Ich habe die doch gesehen. MP Boost, okay. Achso, was mich jetzt gerade darauf bringt, wir haben ja angeblich TP Boost, ne? Also TP Boost finde ich eigentlich super geil. Wieso leveln wir das eigentlich nicht? Also wenn die nächste Stufe mir wirklich dann plus 20% bringt und dann plus 30 und 40, so wie ich das jetzt aus dem Remake im Kopf habe, dann wäre das definitiv etwas Erstrebenswertes. Genesis' parents were in that grave. Wait, he... his own family? We can't expect reason from him. What about Angeal? He wasn't at the house. But please... give me time. If I find Angeal, I can talk to him. If I can convince Angeal, maybe Genesis will come back too. I understand now why Sephiroth chose you. Huh? Genesis and Angeal. Those two were Sephiroth's only friends. He didn't want to fight them. That's why he refused the mission. Well, Angeal is my friend too. He's counting on you to bring them both back. Time is short. Let's go.
Made it in. No problem. Go on ahead. I've got your back. Activating combat mode. Take that! Bringing out the big guns. Oh, das haben wir noch nicht gesehen. Luftschlag von Zong. No, not if I can help it. Oh, das sah gerade irgendwie so aus, als hätte ich das kontrollieren können oder beeinflussen können. Oh, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Oh, 500 Gil. Hey, nice, cool. Wir haben noch gar keinen einzigen Penny gespendet hier. Vielleicht sollte ich mal reinschauen. Naja, okay. Ich meine, die Auswahl, die ist ja auch ganz schön, naja. Begrenzt. Great. Yeah, thanks. Oh, da kommen ja noch Gegner nach. Sehr schön, sehr schön. Schon gesehen. Bringing out the big guns. Concentrate. I'm feeling it. Conflict resolved. Huch. Irgendwas ist da gerade aufgeflasht. Blitze stärker geworden. Okay. Gibt's hier irgendwie noch irgendwas Goldenes? Nein. Allheilmittel. This is where the copies are made. Go upstairs. Genesis may be there. Ah, die guten alten Röhrenmonitore. Ah, das waren noch Zeiten. So, haben wir eigentlich hier Optimierungsbedarf auf irgendeine Art und Weise? Ich glaube nicht, ne? Also, die Materie haben wir jetzt kürzlich so ausgewählt. Also, ja, Accessoires haben wir auch nichts dazu gekriegt. Was ist denn bei DBW? Da sehen wir jetzt ganz grob hier nochmal den Fortschritt drinnen. Ja, mit Ifrit haben wir 100%, da gab es aber scheinbar auch nur eine Erinnerung. Und ja, also wir sehen, uns fehlen hier auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Beziehungen, die wir hier tatsächlich hegen und pflegen können. Infinite in mystery is the gift of the goddess. We seek it thus and take to the sky.
Ripples form on the water's surface. The wandering soul knows no rest. Settle down, Zack the puppy. The grave at the house. We found the remains of our people there as well. It didn't take much to have them send false reports. Just some mild threats. They would have done that anyway. At least your parents would have. My parents betrayed me. They had always betrayed me from the very beginning. What do you know? Shit, relax, dogs! Welcome, partner. I see. You finally made your decision. I'll respect your wishes, old friend. However, can you really live on that side? Angeal! Okay, da ist Angeal auch mit seinem Buster Sword, das heißt, er war bei Mutti auf jeden Fall zu Hause. Okay, so what's going on here? Ifrit Materia freischalten haben wir ja gemacht. Das Tomberry Messer erhalten. What? Zauberpottricks erhalten. Kriegen wir gerade hier Missionen? Missionsinfos, die wir eigentlich noch gar nicht starten können. Ah, stimmt. Beim letzten Mal hatten wir hier noch Raijincho Nesträuber. Da hat mich ja ziemlich interessiert, was das sein könnte. Lasst uns das auch mal eben kurz schauen, was das sein könnte. Activating Combat Mode. Ach du Scheiße. Die Viecher. Einen super duper Trank. Frage mich, sollte ich jetzt eigentlich Materia switchen? Ist Blitz gegen den effektiv? Vermutlich nicht, oder? Munster und so. Feuer ist effektiv. Ah, Feuer haben wir. Nee, haben wir nicht. Da haben wir TP reingetan. Ach. BS! Sind hier auf jeden Fall fleißig am Wirbeln. Okay, das war ganz schön unepisch. Gedacht, irgendwie wären hier nur irgendwie Esper-Kämpfe oder so. Aber nein. Nicht unbedingt. Ja, mehr haben wir in dieser Sparte M8 auch gar nicht. Ja, sollen wir uns da jetzt ranwagen? Ich weiß nicht. Irgendwie, ja.
Haben wir irgendwie noch was Besseres? Hojos Labor, Versuchsmonster Stufe 1. Experiment 101. Dein Kampf gegen die Esper hat mir ausgezeichnetes Datenmaterial geliefert, aus dem ich eine neue Kampfsimulation programmiert habe. Probiere sie ruhig aus, wenn dir danach ist, doch ich muss dich warnen. Der Kampf mag nur eine Simulation sein, der Schaden hingegen könnte realer nicht sein. Wie hieß nochmal der komische Typ, der in FF7 Remake, hier dieser Cyborg, der da diese ganzen Forschungen da für uns gemacht hat? Ich hab ganze Zeit Leslie im Kopf, aber das ist er nicht. Das ist der hier von Don Cornet oder, irgendwas mit Shetley? What? Ifrit? What? Why you again? Ich hab kein Eis dabei, das ist doof. Das ist actually ziemlich doof. Ja, du mich auch. Okay. Mit 25% kann ich mich tatsächlich irgendwo noch anfreunden. Aber mir fehlt auf jeden Fall trotzdem Eis. Das macht schon gut Damage. Jetzt hacken wir einfach mal so drauf. Okay. Verdammte Axt. Hätten wir eine Wirbelattacke gehabt, also die FP dafür, dann glaube ich, hätten wir das eventuell breaken können. Was? Vollständig geblockt? Kein Damage? Why? Warte mal, kann ich jetzt Ifrit rufen? Ifrit gegen Ifrit? Okay. Also ich habe gerade irgendwann mal mitten im Kampf 3000 SP gekriegt. Ich will mich gar nicht beschweren. Looks pretty good to me, to be honest. Aber Feuer ist jetzt auch nicht unbedingt wirklich eine, tolle Materie. Aber ja, Fortschritt 2%. Also wir haben bis jetzt noch so gut wie gar nichts erledigt bei den Missionen scheinbar. Alter, 2%? Wie viele Missionen soll es denn jetzt letztendlich geben? Ja, Wuta-Rebellen. Komm, das muss doch irgendwie laufen. Activating combat mode. Aua. Ja gut, ich meine, wenn ich ein bisschen sparsam mit MP umgehe, wir haben gerade einen Rausch, wo wir 181 MP haben. ETF, ist doch easy going jetzt hier.
Oh mein Gott. What? Ja. Ich, okay. Ja, da hat mich wieder irgendwas gehittet und es hat einfach so viel Schaden gemacht, dass ich mir gerade wieder denke, ah ja, ganz, ja, nee, ist klar. Weird. Luftschlag, hey, guck mal, das könnte auf jeden Fall nützlich sein. Oh Gott, ich bin gleich wieder dead. Das geht ganz schnell. Hälfte HP haben heißt hier gar nichts. Oh, 6 Level up. Nice. Okay, haben wir. Haben wir Muskelgurt und TP ist, glaube ich, gerade gestiegen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das dann jetzt die 20% sind, die ich mir gerade erhoffe. Oh, wir haben 1000 Leben. Das könnte tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass... Oh, und was ist Krafthieb eigentlich? Haben wir auch bekommen. Interessant, interessant. Ich glaube, das würde ich probieren wollen, sobald unsere Wirbelattacke auf maximaler Stufe ist. Wobei, das wäre dann total schade abzulegen, weil wir dann, ja, weil uns das bis jetzt Attack plus 2 bringt, während wir das ausgerüstet haben. Aber bei Krafttrieb wird das sicherlich auch der Fall sein, sobald es ein bisschen gelevelt ist. Und ja, es sind 20% TP. Nice, sehr gut. Okay, ich würde sagen, meine Damen und Herren, es ist Zeit für ein ganz kleines Päuschen. Daher machen wir an dieser Stelle... ja, eben Schluss. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, gerne mal ein Like, Kommentar dalassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal in aller Frische wieder. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.